Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, ich wünsche euch allen erstmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut gerutscht und dann würde ich sagen, ja, geht's zurück zu den Zügen. So, ich hoffe wirklich, ihr seid gut gerutscht, es war angenehm, ihr habt ein bisschen was getrunken und bereut das jetzt nicht. Man kennt's ja. Gut, was machen wir heute? Ja, ganz einfach, der Ciruno TE, der ist fällig. Den werden wir kaufen und dann die Strecke befahren. Jetzt haben wir aber noch zwei, drei ganz kleine Sachen. Nämlich das erste, was mir hier aufgefallen ist, hier stehen sich die Leute die Füße platt. Da würde ich gerne mal kurz die Buslinie verstärken. Fahrzeug verwalten. Wir haben hier fünf von denen. Ne, sind sechs. Ne, fünf. Und die haben eine Kapazität von 10. Ja, das ist halt schon ein bisschen dürftig. Wir werden hier mal noch ein paar weitere auf die Linie setzen. Wenn ich das Depot finde, hier unten. Also viel größer geht es ja gar nicht. So. Allora, Passagier. Und jetzt irgendwas mit Kapazität. 33, das klingt so schlecht nicht. Ich werde die jetzt nicht austauschen, sondern ich werde die einfach dazu nehmen. 22. Ja, das sind wieder eher Reisebusse, das gefällt mir nicht so. 38, das klingt gut. Machen wir davon mal drei Stück. Auf die Linie, Lian Fair Bus. Und dann sollten wir das hier auch behoben haben. So, wir düsen zurück nach Berlin. Nicht, weil wir in Berlin losfahren, das machen wir in Oberböser. Aber hier gab es mehrfach die Bitte, ändere doch die Tramfarbe noch, und zwar von blau zum, glaube ich, typischen Gelb von eben Berlin. Und zwar nicht bei den alten Straßenbahnen, sondern bei den neuen. Das hätten wir hier. Machen wir hier mal ein Gelb draus. Blub, blub, haben wir. Können wir auch gleich gucken. Eben das sind die alten, die lassen wir. Und jetzt haben wir hier die neuen und die sind in Gelb. Ich wusste nicht, dass die in Gelb sind in Berlin, aber wenn das so ist, dann komme ich dem natürlich gerne nach. Jetzt haben wir aber noch eine dritte Linie. Wer fährt denn doch gleich noch so rum? Können wir die auch noch färben? Sollen wir die färben? Ich sehe natürlich gerade wieder keinen. Hier unten, das ist wieder... Nee, das ist das alte Teil. Wie gesagt, das lassen wir. Das ist okay so. Aber hier oben müsste doch noch jemand sein. Hier. Ach, jo, da würde ich sagen, machen wir das gleiche. Fahrzeug verwalten. Gleich mal alle. Farbe wechseln zu Gelb. Schlurz, schlurz, schlurz. Und dann haben wir das bereits. Sehr gut, dann hätten wir das. Haben wir sonst noch was? Jetzt muss ich schnell... Oh ja, genau. Die Siegessäule. Die gibt es auch als Mod. Es gibt auch den Fernsehturm, den habe ich aber nicht gefunden. Ich würde gerne die Siegessäule verbraten. Und ich habe hier extra ein Bild offen, wie das aussieht. Das hat so einen Kreisel außenrum. Lasst uns mal gucken. Machen wir einen Kreisel. Finden tue ich schon mal. Wunderbar. Ach, hat schon einen Kreisel. Naja, sowas ähnliches wie ein Kreisel. wohin mit dir? Bisschen außerhalb? In der Nähe vom Bahnhof wäre natürlich auch nicht schlecht. Hier ist es dann schon wieder irgendwie zu uneben. Aber hier wird es gehen. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wo die ist. Ich bin Schweizer, ich komme nicht aus Berlin. Aber ich kenne das Ding natürlich trotzdem. Irgendwie haben wir in alle jetzt muss ich mal gucken. Außen der Kreisel und in alle Richtungen gehen Straßen weg. Passt doch gut hier hin. Wie wir das mit den Straßen lösen, werden wir dann gleich gucken. Wir setzen dich mal. Ja, können wir hier noch was machen in Sachen Terra-Tools, genau, das war's. So, dass sie irgendwie ein bisschen ausgleichen können. Ja, geht. So ein bisschen blähen, funktioniert sehr gut. Ist das wirklich grün? Ich gucke gerade. Ja, doch, das ist grün. Das ist sogar grün mit irgendwelchen Blumen. Ne, mit einem mit einem Greenpeace-Shield. Aber ich glaube, das ist nur eine Momentaufnahme gewesen. Weil da halt gerade Greenpeace noch unterwegs war. So, machen wir das so, das passt. Jetzt hätte ich gerne die Straße und hier einen Kreisel. Jetzt müsste man noch wissen, wo die gerade nochmal waren. Le Kreisel? Nein, das sind sie nicht. Sind die nicht separat? Ach, Moment, hier oben, Straßenkonstruktion, da haben wir die Kreisel. Machen wir es mal so. Und jetzt von der Größe her wäre es natürlich ideal, wenn wir genau außen rum passen. Das würde sogar gehen, guck mal, da haben wir keine Kollision. Bei maximaler Größe. Muss das mal irgendwie so haben. Ja, geht eigentlich auch. Nee, dann wird die Straße verdeckt. Seht ihr das? Oh, und das bei maximaler Größe. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Wie sieht es denn aus mit einer Fahrbahn? Nee, drei sind besser. Ja, ich muss es ein bisschen... Nee, das geht nicht. Das ist tatsächlich... das ist zu groß, das Ding. Wir könnten es höchstens... Oder ist das hier größer? Ja, Bau nicht möglich. Ich weiß, ich möchte auch nicht bauen. Ich möchte das hier auswählen. Ich drücke mal Escape. Irgendwie, das Spiel ist da schon wieder irgendwas am Berechnen. Was ich nicht berechnen soll. Escape, Escape. Na? Küm, ich möchte hier das hier haben.
Nun, das ist doch nicht so schwierig. Ah, jetzt. Gut, also gehen wir nochmal rein, gehen hier ein bisschen raus, damit ich nicht wieder irgendwo rankomme, damit wieder gerechnet wird. Also, dich brauchen wir. Da sind wir auch schon auf maximaler Größe. Ne, das ist aber irgendwie die genau gleiche Größe. In wirklich groß haben wir das nicht, sehe ich das richtig? Ja, man sieht ja, da wird halt auf der einen Seite tatsächlich die Straße dann einfach sozusagen ausgeblendet. Wir versuchen das mal ganz normal mit einer städtischen Straße. Also was heißt ganz normal? Ich meine, irgendwie eine Kurve bauen müsste eigentlich auch so gehen. Wird dann vielleicht nicht ganz so schön. Moment, ich muss halt relativ klein anfangen. Ja, jetzt könnte das aber trotzdem ein bisschen breiter sein. So, okay. Dann das wieder abwählen. Wir würden gerne bauen. Ja, da muss ich aufpassen. Da komme ich dann irgendwann rein. Das ist gar nicht so einfach. Wie haben denn die Modder den Kreisel so schön hingekriegt? Ja, indem sie halt schön gearbeitet haben. Da habe ich halt alle 2 Meter habe ich wieder eine Kollision. Interessant. Bei dem Kreisel außenrum hat nur die Kollision nicht. Ich glaube, ich kriege das nicht so hin, wie ich es möchte. Kann ich hier den bauen? Ne, guck mal, hier ist... Warum haben wir denn da eine Kollision? Kann ich das ausstellen? Tramgleis, bla bla. Nein, geht nicht. Ja, ich komme da gar nicht. So geht's. Aha. Was darf ich denn nicht berühren? Hier geht's. Hier geht's eigentlich auch. Ich mach's mal so. Ja, geht aber doch, so geht's. Ja, aber irgendwie... nein. Das gefällt mir tatsächlich nicht. Wir müssen das anders lösen. Wir machen es ohne den Kreisel. Es ist halt schade. Oder kann ich das Siegestor skalieren? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Moment. Sieges. Ja, Moment. Man muss es natürlich noch richtig schreiben. Sieges. Jetzt, da haben wir es. Oh, das kann man eben auch skalieren. Ja, bevor man es baut, sollte man jeweils gucken. Wir können es ein bisschen kleiner machen. Sehr gut. Und was haben wir hier noch? Square 1. Aha. Square 2. Ah, da kann man den Kreisel eben selber setzen. Ja, das ist ja eigentlich auch sehr gut. Aber so vom Original her finde ich es besser. Jetzt müssen wir aber hier das nochmal kurz kappen. Schön, haben wir das auch rausgefunden. ich bräuchte das Teil. Und das jetzt aber... Oder wisst ihr was, wir machen es... Im Prinzip wäre es ja logisch, wir machen zuerst mal die Straße. Also, Straßenkonstruktion, Kreisel... Oh, jetzt nicht wieder rechnen. Ich möchte auch nur den Kreisel setzen. Kommt Jungs, wir haben noch eine Strecke, die wir fahren müssen. Oder fahren wollen. Also, wenn wir die Größe haben, dann können wir doch jetzt im Prinzip die Siegessäule einpassen. Ja, jetzt rechnet schon wieder. Ich habe das nicht gebaut, keine Angst. Ich habe nur den Kreisel gemacht. Jetzt hat es geklappt. So, hier nochmal Siegessäule. Und jetzt halt irgendwie kleiner. So wird es gehen. So passt es genau rein. Ja, gefällt mir. Machen wir. Und? Ja, ist doch ideal. Perfekt. Gut, und jetzt halt einfach in ein, zwei Richtungen anschließen. Das Ganze. Gerne mit einer Straße. Und gerne... Irgendwas rechnet schon wieder. Uff, 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 uff. Oh, da hat schon gedreht. So, irgendwie so. Kann ich das hier noch ändern? Ja, wird ein Gebäude versetzt oder abgerissen. Damit können wir leben. Oh, aber guck mal, hier wird gleich gebaut. Euphorisch. Wir sind in der Nähe von der Siegessäule. Hurra. Bauen. Und zwar irgendwie hier rein. Okay. Dann von hier kommen, geht das hier rein. Und dann hätten wir das plus minus. Vielleicht baut die Stadt ja hier außen rum noch. Da wäre ich natürlich froh. Wenn ich so mache, dann muss ich gleich wieder abreißen. Weil hier irgendwie... Ach so, nee, da haben wir noch gar nichts gemacht. Da kommt später dann noch ein Gleis. Dann reißen wir das dann nochmal ab. Das ist okay. Habe ich eigentlich die Kurve? Ich habe die Kurve gar nicht an. So, hier oben kommen wir problemlos rein. Gehen wir da rein. Okay, das können wir auch noch verbinden. Moment. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt aber relativ schnell dann natürlich auch zum Ciruno. So, ich hoffe, ihr seid zufrieden halbwegs. Ich denke so auf die Schnelle. Ja, ist doch schön. Und ist natürlich eine sehr schöne Mod, wie man hier sieht. Auch wunderbar gemacht. Und ist halt auch ein Wahrzeichen von Berlin natürlich. Sehr schön haben wir das auch auf der Anlage. Und irgendwann werden hier natürlich noch Züge langfahren. Wunderbar, freue ich mich drauf. So, M. Oberbösa. Wir brauchen den TEE, den Ciruno TEE. Und wir brauchen hier irgendwie in irgendeiner Form ein Depot. Ich gucke mal schnell, welches Gleis wir hier haben. Oh genau, wir haben die Linie ja noch gar nicht gemacht. Das machen wir natürlich auch noch. Von hier, die Signale haben wir gesetzt, das weiß ich. Geht das irgendwie nach hier vorne?
nach Berlin und zwar hier rein. Da wird schon mal gerechnet fleißig. Oh, da wird aber, glaube ich, falsch. Nee, nee, guck mal, hier ist die blaue Linie. Das ist schon mal okay. Dann düsen wir hier hin. Und jetzt düsen wir natürlich auf dem Rückweg nochmal durch Berlin durch, weil hier wollen wir es zweigleisig haben, haben wir gesagt. So, müsste passen. Ich hoffe, das gibt keine Fehlermeldung. Wird, glaube ich, noch gerechnet. Jetzt hat es geklappt. Nö, Fehlermeldung haben wir keine. Gut, dann wäre das hier. Ganz klar, Ciruno. TEE, nicht mit W. So, Ciruno TEE. Haben wir eine Line dahinter. Einfach, weil wir es können. Gut, jetzt schnell die Kontrolle. Das mache ich aber besser mit dem Teil hier. Gehen wir mal runter, dann haben wir hier die Linie. Und dann schauen wir mal, was die genau macht. Die macht das schon mal zweigleisig. Das ist vorbildlich. Geht hier rein. Und geht hier, so wie es aussieht, zweigleisig. Wir können ja die berühmte 4 nochmal drücken. Ja, die geht hier durch, zweigleisig, wunderbar. Geht hier vorne weiter. Ja, die macht genau, was sie soll. Das ist wunderbar. Wir können die 4 nicht wieder rausnehmen, dann sehen wir es auch wieder vernünftig. Jo, geht hier rauf. Und hier geht das gute Stück, glaube ich, ins falsche Gleis rein. Sehe ich das richtig? Ja, das werden wir gleich wissen. Jawohl, du musst eins rüber. Okay, werden wir ganz kurz machen. Terminals. Du musst in die, ja, naheliegend, die 2 ist leer. Dann sollten wir das bereits haben. Jawohl, dann haben wir hier das Ganze richtig. Und jetzt ist tatsächlich dieser Bahnhof hier, der ist voll. Da kommen überall Züge aus beiden Richtungen. Sehr schön. Wenn wir hier weitere Gleise brauchen, ja, dann müssen wir halt gucken. Dann werden wir uns was einfallen lassen. Sehr schön. Gut, hätten wir. Hinten stimmt es ja auch. Dann ist jetzt eben die Frage nach einem Depot hier. Wir haben hier eins. Das wäre ja schon mal gut. Jetzt nochmal schnell gucken. Okay, das ist schon mal die falsche Richtung eigentlich für dieses Depot, das wir hier haben. Das funktioniert so nicht. Wir können aber hier hinten, ich weiß nicht, ob es mit den Portalen geht. Können wir hier noch was reinschlagen im Sinne dessen? Ich bräuchte kurz ein Depot, bitteschön. Das haben wir hier. Ja, das wird wahrscheinlich auch eher nicht gehen. Nein, ich möchte dich drehen. Stimmt, das war mit M und N. Wenn man verschiedene Spiele gleichzeitig spielt, ist immer so lustig. Man weiß dann plötzlich nicht mehr, wie man dreht, weil man im anderen Spiel anders dreht. Nee, das geht nicht. Da kriegen wir kein Depot hin. Hier kommen wir gar nicht mehr raus. Ist aber natürlich egal, weil das hier müsste unsere Strecke sein. Können wir nochmal kontrollieren. Jawohl. Dann gibt das hier nochmal ein schönes Depot. Es ist ein Schnellzug. Von daher vielleicht mal ausnahmsweise nicht irgendwie sowas. Sondern, was haben wir denn noch im Angebot? Was ist das hier? Feldbahndepot. Da haben wir nochmal weitere Mods. Das bringt mich zum Gedanken zurück eben. Eigentlich die Idee war ja gut, dass wir zum Ende jeder Folge hin im Prinzip noch irgendwo ein Asset hinstellen. Wenn ich dran denke, mache ich das. Ich weiß halt nur nicht, ob ich dran denke. Weil ich habe mir angewöhnt, bis zum Schluss möglichst irgendwie zu bauen oder zu fahren. Und dann hat man natürlich den Effekt, wenn ich dann aufhöre, suche ich einen Zug und dann vergesse ich es. Vielleicht kann ich es mir ja dann doch noch merken. Mal gucken. So, jetzt sind wir aber nicht bei irgendwelchen Assets, sondern wir sind bei einem wunderbaren Zug. So hoffe ich. Und gehe ich auch mal von aus. Jawohl, da kommen wir sogar ins Gleis rein. Sauber, wenn ich das so mache, dann geht das ebenfalls. Dann haben wir hier das Ganze bereits fertig. Wir werden hier noch Signale setzen, und zwar unsere Zwerge. So, weil wir es immer so machen, außer ich vergesse es. So, einmal diesen, hier noch aktivieren. Jawohl, sehr gut. Also, wir brauchen den Ciruno. Ich speichere ganz kurz, sicher ist sicher. Ihr kennt das, ich habe schon ein paar Mal gesagt, eben mir ist das Spiel wirklich letztens mal abgestürzt. Da wurde keine Sicherheitsspeicherung angelegt und wenn ich da davor nicht gespeichert hätte, hätten wir alles nochmal gebaut. Oder ich hätte es nochmal gebaut. Das ist kein Drama. Ich liebe das Spiel, also von daher, ich baue das auch zweimal, das ist ja egal. Aber es muss halt nicht sein, es macht natürlich schon mehr Spaß, was Neues zu bauen. So, Ciruno, ahoi. Elektrisch, war der hier bei den Zugkompositionen? Werden wir rausfinden, da ist er doch. Smile.TE. Und guck mal, hier haben wir ganz viele Varianten. Und in den Kommentaren stand, die sind tatsächlich alle unterschiedlich. Und jetzt haben wir so viele eigenes Gleis, wir nehmen hier wirklich jeden. Also das ist mir relativ wichtig. Wir fügen mal hinzu. Oh, okay. Was hat denn der hier noch für eine Färbung dazwischen? Okay, kaufen wir mal. Löschen, den hinzufügen. Ich weiß jetzt nicht, was hier anders ist. Aber irgendwas wird anders sein. Vielleicht die Färbung? Ist ja auch egal, die müssen ja nicht unbedingt zwingend anders sein.
Also, weil ich möchte trotzdem jeden haben. So, hier der. Kaufen, haben wir. Gekauft haben wir doch. Sieht ganz so aus. Das war die 3. Dann haben wir ihn hier. Kaufen, die 4. Dann haben wir hier die 5. Hinzufügen. Ja, die Farbgebung hier ist anders. Sieht aber schon interessant aus, muss ich sagen. Ungewöhnlich halt mit dieser Farbgebung. So, dann haben wir hier dann langsam den letzten. Oh, das sind aber doch ein paar. Das sind, oh, hier ist der ganz blau nur. Okay. Das ist der letzte. Den nehmen wir auch noch. Nicht, dass wir hier... Wobei eben, wir verstopfen eigentlich nichts, weil... Ja, wir haben überall eigentlich... Bis auf ganz wenige Ausnahmen haben wir überall eigenes Gleis. So, alle zuweisen. Das wäre hier... Giruno TE. Da kann irgendwas nicht gefunden werden. Okay, das schauen wir uns nochmal an. Die Züge sollten wir trotzdem haben. Das ist schon das richtige Gleis hier. Lass mich nochmal gucken. Das ist ja die Giruno-Linie hier. Haben wir hier mal keinen Strom oder wo ist das Problem? Hier haben wir Strom. Ich glaube, hier drin haben wir keinen Strom. In dem Depot drin, sehe ich das richtig? Werden wir gleich rausfinden. Das Problem hatten wir doch letztens schon mal. Werkzeuge. Jawohl, da haben wir keinen Strom gehabt. Jetzt haben wir Strom. So, ich glaube wirklich, genau das hatten wir schon mal. Gerade letztens. Giruno T. Jawohl, dann kommt der nämlich auch daher gefahren. Sehr schön, jetzt bin ich gespannt. Jetzt müsste man im Prinzip kurz warten und mal alle kurz betrachten. Sollen wir das mal machen? Ich möchte zwar mitfahren, ist ganz klar. Aber im Endeffekt, wenn die alle anders aussehen, wobei, wenn sie sich nur minim unterscheiden, der Vorteil wäre natürlich, mit dem ersten hätten wir freie Fahrt. Wenn wir jetzt den zweiten oder dritten nehmen, haben wir den Vorteil, dass uns irgendwann einer entgegenkommt. Oh, sieht aber schon sehr, sehr stattlich aus. Wow. Ich bin auf 7 Leben gespannt. Das werden uns... Wisst ihr was? Das können wir gerade jetzt mal kurz ansehen. Führerstand. Moment, ich hab's gleich. Bisschen Höhe. Ja, ist jetzt nicht so irre. Ach, ist das eine Mod von Seamon? Ich habe doch den Scheibenwischer gesehen. So, aber hier drin sieht es natürlich dann relativ stark aus, finde ich. So, wenn wir uns mal so hier hinsetzen. Ja, hier haben wir noch die... Schreibtische, genau. Sehr schön. Oh, Zugfahren ist halt schon was Angenehmes. Definitiv. Gut, Innenleben haben wir gesehen. Den ganzen Zug, den sehen wir hier. Mit seiner Lokomotive. Ja, ein Hammerteil. Also relativ mächtig, finde ich. So von Aussehen her. Und jetzt mit welchem fahren wir mit? Ich würde sagen, wir lassen den mal in den Bahnhof reindüsen. Und gucken mal, was wir sonst noch haben. Was hier rauskommt. Nämlich er hier, das wäre der zweite. Das sind jetzt, glaube ich, alle. Also die, die jetzt rauskommen, das sind, glaube ich, die Unifarbenen. Also, ah nee, doch nicht, guck mal hier. Ja, darunter sieht er noch aus wie der richtige Giruno. Und hier haben sie im Prinzip darüber lackiert. Ja, sehr nett. Nee, lassen wir den auch fahren. Würde ich vorschlagen. Ich hoffe, das funktioniert mit den Signalen. Ja, da oben haben wir eins. Dann müsste er wieder rauskommen. Dann würde ich beim dritten einsteigen. Dann kommen uns hier tatsächlich noch zwei entgegen. Das ist doch eigentlich relativ nett. So. Ich mache jetzt auch nicht schneller. Ich möchte den in Ruhe betrachten, den Zug. Wir haben die Zeit. Wir haben gerade ein neues Jahr. Wir haben ein ganzes Jahr Zeit. Steht nirgends geschrieben, zum Glück, wie viele Staffeln bzw. wie viele Folgen machen wir pro Staffel. Sondern das habe ich schon immer gesagt. Das machen wir davon abhängig, wie gut die Performance ist. Und wie viele Ideen wir noch haben. Und wir haben noch ein paar Ideen. Also deswegen wird die Staffel hier sicher nicht allzu schnell zu Ende gehen. So, hier wollen wir einsteigen. Das werden wir auch machen, sobald wir ihn nochmal halbwegs gesehen haben. Oh, da ist gerade der Kollege durch. Der nimmt schon mal ordentlich Fahrt auf, wie man sieht. So, ich freue mich auf die Fahrt. Ich hoffe, ihr auch. Lehnt euch zurück und genießt die Fahrt. Wir setzen uns mal aufs Dach. Und vielleicht haben wir ja sogar einen kleinen Temporausch dann. So, mal gucken. Weil wir... Wisst ihr was? Wir setzen uns noch nicht aufs Dach. Ich möchte den erst nochmal hier sehen. Und der andere müsste eigentlich entgegenkommen. Lass uns mal in die Position gehen. So, dass wir sehen, wie der entgegenkommt. Vielleicht sogar nochmal ein bisschen zurück. So, dann hören wir nämlich auch den Sound. So kann man relativ gut den Sound prüfen im Prinzip. Wenn er denn kommt, der lässt sich gerade ein bisschen Zeit. Wir sind jetzt auch nicht allzu schnell, weil wahrscheinlich die hinteren Wagen noch im Depot drin sind. Ah, jetzt nehmen wir Fahrt auf. Na? Da kommt er. Ja,
könnte ein bisschen lauter sein, finde ich, vom Sound her. Also okay ist es trotzdem. So, düsen wir hier nochmal in die Richtung, damit wir den Zug nochmal sehen. Und dann werden wir in Ruhe einsteigen. Ja, ist doch ein Prachtskerl. Also der sieht schon sehr cool aus, finde ich. Der Ciruno an und für sich ist halt schon ein relativ schöner Zug, wie ich finde. So, er passt auch problemlos im Bahnhof rein. Das sollte bei den anderen Städten eigentlich genau gleich sein. Boah, schön. Ja, das Geräusch kennt man. Cooler Zug. So, da oben ist noch eine Dampflok. Das ist wieder der Gegenpol. Hier sehr modern, da oben sehr alt. Die Türen schließen sich und wir machen uns auf den Weg. Okay, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein. Beziehungsweise steigen wir hier oben aufs Dach. Jetzt müssen wir noch eins rüber. Ich gehe mal davon aus, dass wir noch machen. Wir haben ja kontrolliert, wir haben es zweigleisig überall. Und jetzt bin ich doch auch ein bisschen aufs Tempo gespannt, das wir hier haben. Und man sieht, der nimmt relativ schnell Fahrt auf. Da kommt der vierte im Bunde. Und da hinten dann der fünfte. Und insgesamt sind es jetzt, glaube ich, sieben, die wir hier auf die Strecke getan haben. Ich nehme mal an, wir haben relativ freie Fahrt. Wir haben bereits 120 km/h drauf. Okay, also der geht fast schon ein bisschen in Richtung Hybrid. Was die Beschleunigung angeht. Jetzt haben wir noch mal kurz. Lass uns noch mal kurz. Ich möchte den noch mal wirklich im Gesamten sehen. Ja, sehr schön hier über die Brücke rüber. Sehr cooler Zug. Aber eben, wir wollen ja eigentlich jetzt nicht den Zug in dem Sinn die ganze Zeit sehen, sondern wir wollen hier die Mitfahrt machen. Ich gehe doch nochmal kurz in Führerstand. Wie sieht es denn aus, wenn wir hier rausgucken? Nee, dann haben wir wieder die Scheibe irgendwie so ein bisschen getönt. Wobei, so könnte man es machen. So hat's was. Aber mir gefällt es auf dem Dach besser. Machen wir auf dem Dach, so wie wir es immer gemacht haben. Oder so wie wir es halt meistens gemacht haben. Was haben wir an Tempo? Doch schon 200 km/h. Ja, also er kann hier tatsächlich sein Tempo auch entfalten. Wie schnell ist er? 250 oder so? Ja, cool. Dann haben wir nochmal eine Schnellzugstrecke. Darum ging es mir jetzt eigentlich nicht mal unbedingt, dass wir eine weitere Schnellzugstrecke haben. Und mir ging es primär wirklich darum, ich habe den Zug, glaube ich, vor zwei Folgen oder so entdeckt, dass wir den auch haben. Und dann hieß es auch in den Kommentaren von euch, ja, der muss auf die Anlage, der muss nach Berlin. Und dann kam wirklich auch relativ schnell die Idee, dass der von Oberböser auskommen soll. Und das haben wir ja jetzt genau gemacht. Und hinten in Lianfer haben wir jetzt das letzte Gleis verbraten. Das ist natürlich auch cool. Da könnte man sich auch mal ein Momentchen hinstellen. Im Prinzip und einfach gucken, wie die Züge rein rausfahren. So, 2,30 haben wir drauf. Das gibt natürlich eine relativ kurze Fahrt. Wir haben zwar Weg, aber wenn wir natürlich so ein Tempo haben. Jetzt muss er dann aber eh schon relativ bald wahrscheinlich mal runter mit dem Tempo. Weil das da vorne, ja, aber guck mal, da sieht man die Siegessäule, die wir vorhin hingesetzt haben. Da hinten sehen wir Hamburg mit dem Hafen. Ja, ja, jetzt geht er massiv mit dem Tempo runter. Dann haben wir auf die Brücke rauf. Da die Siegessäule nochmal. Da das Brandenburger Tor. Das hat früher Ost und West getrennt. Das wurde auch noch in die Kommentare geschrieben. Und die Siegessäule ist irgendwie... Oder erinnert an den deutsch-dänischen Krieg, habe ich noch gelesen, als ich das Bild gesucht habe. Einfach so als Randinformation. Und steht, glaube ich, in der Nähe vom Tiergarten. Das habe ich auch noch rausgefunden. Jetzt müssen wir noch wissen, wo der Tiergarten genau ist. So, jetzt aber hier genießen. Guck mal, unterirdisch hier in Berlin. Ui, da hinten stehen Leute. Ist das schon wieder die Universallinie, die hier so prosperiert, wenn ich das mal so sagen darf? Das gibt's ja nicht. Guck mal, ohne Ende. Das ist doch mit Sicherheit wieder die Universallinie. Da haben wir eigentlich jetzt so viele Züge drauf, das gibt's doch nicht. Hier steigt aber auch jemand ein. Also Viere, wenn man es genau... Ah, nö, doch nicht. Doch, jetzt mehr. Viere sind gekommen aus Oberböser. Die, die jetzt einsteigen, das sind die, die tatsächlich von Berlin jetzt nach Lianfer wollen. Auch ein schönes Bild hier unterirdisch. Halt sehr modern das Ganze natürlich. Und der Bahnhof ist halt einfach der Hammer. Also, der ist in real wahrscheinlich schon der Hammer, aber als Mod ist das Ding halt einfach nur noch genial. Finde ich wirklich, es ist wahrscheinlich der schönste Bahnhof, den wir haben. Ich meine, Erfurt ist cool, Leipzig ist cool, ganz klar. Da vorne der Lütticher Bahnhof, der ist natürlich auch sehr schön. Die sind alle sehr schön. Und irgendwie ist es blöd, das Ganze in Konkurrenz zu stellen, finde ich. Weil das sind alles für sich genommen individuelle Mods. Und die sind einfach alle sehr schön.
Ich habe schon mal gesagt, ich habe, glaube ich, einmal in meinem Leben bisher eine Mod gefunden, die mir nicht gefallen hat. Das war ein Hotel. Ich glaube, das war sogar noch bei Tränenfieber damals. Wo halt einfach komplett lieblos die Texturen irgendwie völlig vermatscht waren. Wisst ihr, wie ich meine? Das Ding habe ich hingestellt und wieder abgerissen. Und ansonsten sämtliche Mods bei Transportfieber, bei Transportfieber 2, bei Tränenfieber. Ja, einfach sehr gut. Also wirklich ausnahmslos einfach sehr gut. So, Strecke genießen. Ist das eine weite Strecke? Eigentlich nicht. Nee, von Berlin nach Lianfair ist eigentlich nicht ewig weit. Weil hier oben geht es, glaube ich, rechts, dann sind wir eh schon dort. Oder täuscht das? Habe ich das jetzt falsch im Kopf? I don't know. Mit 160. Doch, das da müsste doch eigentlich schon Lianfair sein. Nee, ist es nicht. Nee, das ist was anderes. Das ist mit dem Düsseldorfer Bahnhof. Ist das Weißwasser? Oder Heisenberg City. Eins von beiden müsste da sein. Da hinten ist Lianfair. Ja, da kommen natürlich jetzt auch weitere Züge rein. Das ist das, was ich angesprochen habe. Dass wir hier jetzt wirklich jedes Gleis belegt haben. Und zwar ausnahmslos. Natürlich nur in eine Richtung. Also wir können natürlich das Ganze auch noch so machen. Das ist ganz klar. Dass wir da noch eine Doppelbelegung haben. Jetzt vielleicht nicht genau bei dem Gleis. Weil das sehen wir. Hier haben wir dann doch relativ viele Züge drauf. Wie sieht es aus hier mit den Signalen? Oh, wir haben sogar eine Fehlermeldung. Okay, und die wäre? Bist du irgendwie zu lang und kommst hier nicht mehr vernünftig raus? Oder was ist dein Problem? Das gefällt mir so nicht. Wir haben hier ein Signal. Ah, der blockiert hier. Weil er zu lang ist. Okay, wir müssen das Signal hier versetzen. Mal gucken, ob das schon hilft. Das werden wir gleich wissen. Ich mache mal kurz Pause. Aber schön, wie hier die Züge rein und raus düsen. Ich würde gerne das Signal abreißen. Wenn es geht, nur das Signal. Dankeschön, dann hüpft er. Und jetzt werden wir das ein bisschen weiter nach vorne setzen. Ich weiß nicht, ob das schon reicht. Das werden wir jetzt rausfinden. Ja. So, irgendwie vor die Weiche müsste das natürlich noch. Aha, okay, setzen wir es mal hier hin. Wie sieht das aus? Ich lasse mal laufen. Fehlermeldung ist weg. Das haben wir dem Spiel zu verdanken. Na, jetzt kommt sie wahrscheinlich wieder. Der möchte hier rüber. Da ist die Weiche im Prinzip zu nah. Wir hätten hier eigentlich nochmal eine Weiche. Könnte die Weiche eigentlich klappen? Ich klappe die mal und gucke, was passiert. Okay, er fährt. Und vor allem können wir hier das Signal dann nochmal kappen. Jetzt fährt er aber ins falsche Gleis rein, weil da kommt er nicht rüber. Okay, das müssen wir doch nochmal kurz ändern. Machen wir hier das Signal hin. Jetzt ist aber die Fehlermeldung weg. Da kommt schon der Nächste. Jetzt gibt es Stress. Der fährt rein. Mal kurz gucken. Also hier passt es von der Länge her. Und wir müssen halt hier vorne irgendwo rüber. Oder wir machen den Bereich hier eingleisig. Lass mich mal schnell gucken. Das ist eigentlich eingleisig. Aha. Das würde dann heißen, dass natürlich hier das Signal nicht funktioniert. Okay. Wenn er hier zurückfährt, das funktioniert eigentlich. Dann kommt er hier rauf. Ja, dann ist aber der ganze Bereich hier eingleisig. Nee, das funktioniert natürlich auch nicht. Moment, das brauchen wir dann schon zweigleisig hier. Machen wir nochmal kurz die Pause. Ist eigentlich aktiviert. Warum nutzt er das denn jetzt wieder nicht? Das ist ja auch interessant. Kann ich die Linie nochmal haben? Jetzt. Okay, er müsste hier eigentlich hier lang. Ach, dann kommt er eben hier vorne nicht mehr rüber. Deswegen nutzt das nicht. Okay, versuchen wir es mal nochmal im Friedlichen mit einem Gleis. Nein, wir bleiben natürlich friedlich. Ja, das geht nicht. Also Signal weg. Wir sind ja im Pausenmodus, dann ist das egal, was wir machen. So, einmal so. Signal wieder hin. Da muss einfach die Länge hier passen. Hier können wir natürlich auch nochmal was machen mit dem Signal. Das ist eigentlich auch Käse, so wie das steht. Moment, machen wir auch nochmal anders. Das ist zwar in die Richtung. Moment, hier das Signal. Dann haben wir hier das Signal, das passt. Und in die Richtung haben wir halt keines. Sehe ich das Richtige, brauche ich denn hier natürlich auch ein Signal. So, jetzt haben wir es wieder zweigleisig. Dann machen wir nur das. Oder hier vorne. Könnte man auch noch eins machen. Nee, könnten wir nicht. Nee. Und hier? Hier ist es jetzt eingleisig. Das ist ja ganz merkwürdig. Warum dies, warum das? Echt jetzt? Das war doch zweigleisig. Wir haben es doch kontrolliert. Er müsste hier einfach rüber. Und das könnte er eigentlich auch. Wir haben das Ganze ja so gebaut. Oder, Moment. Ist der...
Ne, den Bereich haben wir, glaube ich, eingleisig. Ja, genau. Oh, nö, nee, das war ein Denkfehler. Stimmt, hier vor der Brücke wird es eingleisig hier rüber. Ne, das ist absolut richtig. Und dass jetzt das noch zweigleisig ist, das hätten wir gar nicht gebraucht, aber ist okay, jetzt haben wir es halt. Lassen wir wieder laufen. So, und steigen wieder ein, weil wir wollen natürlich mit dem Zug jetzt noch mitfahren. Welcher war es denn? Er hier? Ich glaube, er hier war es. Haben wir da keine Signale mehr? Ne, irgendwie jetzt haben wir auf der Seite keine Signale mehr. Moment, machen wir. Wir brauchen hier eins. Dann machen wir hier mal noch frechen Block hin. Achso, ne, ich... Ach, come on, Herr Heisenberg, wenn es doch eingleisig ist. Nun setzen Sie doch keine Signale, wenn es eingleisig ist. So, also nochmal raus. Können wir fahren? Jawohl, wir können fahren. Also. Ja, da seht ihr mal, wie versessen ich darauf bin, immer gleich wieder Signale zu setzen, wenn es irgendwo eingleisig ist. Aber wenn wir natürlich den ganzen Bereich eingleisig konzipiert haben, dann macht der Zug das, was er soll. Er fährt halt eingleisig. Das war schon richtig. Und hier vorne müssen wir halt gucken, ob die Länge reicht. Also ob wir da dann hinten noch ins Gleis reinkommen. Boah, aber schön hier mit den ganzen Zügen. So, hier einmal rüber. Genau, macht er tipptopp. Und jetzt müsste eigentlich von der Länge her funktionieren. Wir haben das dann nochmal ein bisschen versetzt hier. Jawohl, relativ knapp, aber es reicht. Okay, einmal rüber. Wir gehen nochmal raus. Und sehen nochmal den ganzen Zug. Ja, einfach ein sehr schöner Zug. Also die Form ist halt schön. Ich finde halt den Ciruno tatsächlich generell einfach schön. Das ist einfach ein schöner Zug, so für sich genommen. Okay, dann haben wir das auch schon abgeschlossen. Wir bleiben natürlich noch ein Momentchen sitzen. Wir können hier nochmal ganz kurz runter. Hier rein, runter, runter. Oh, da hinten eine Dampflok, guck mal. Da ist tatsächlich noch eine Dampflokomotive hier unterwegs. Die kommt, glaube ich, über den Berg, wenn ich mich nicht täusche. Die könnte sogar von Oberböse auskommen, das weiß ich jetzt nicht. Jetzt würde ich hier gerne noch so rausfahren. In der Hoffnung, dass hier noch ein paar Züge... Oh ja, guck mal da. Dahinter ist auch nochmal einer, ich glaube der Rheingold. Das müsste man sich eigentlich bald... Ach, jetzt hältst du hier an. Nicht, dass wir jetzt wieder eine Fehlermeldung haben. Nö, er hält hier an, jetzt fährt er aber. Ja, hier sehen wir die ganzen Züge. Cool, richtig schön Betrieb. Gut, liebe Freunde, dann danke ich euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Die Ciruno TEE-Strecke haben wir. Was wir morgen machen, sehen wir. Ich habe schon eine Idee, lasst euch überraschen. Ich wünsche euch, ja, einen schönen Abend noch und einen schönen 1. Januar. Wir haben erst den 1. Januar. Einen schönen 1. Januar noch. Macht's gut, bis dann. Tschüss.